Willkommen zurück zu Pokémon Urin. Hallo. ja, es war jetzt ein Jahr oder so her, seitdem ich Pokémon Urin gespielt habe. Ich habe irgendwie keinen Plan mehr, wo wir hin müssen. Aber. Keine Ahnung, da sind wir wieder, auf jeden Fall. Ich habe eben keinen Plan, was wir jetzt tun müssen. Ich weiß nur, dass wir jetzt die Arena geschafft haben. Und ich habe zu irgendjemandem, zu einem meiner Freunde gesagt, ich mag das Spiel nicht mehr weiterspielen. Aber dann habe ich mir eine Folge wieder angesehen und ich hatte wieder voll Bock auf mein Team. Weil das war eigentlich cool. Ja, genau, der Adler vor allem mit seinem. Finde ich gut. Ja, auf jeden Fall. Aber gibt es da eine Karte, oder? Auf jeden Fall. Back. So, Ticket. Keine Ahnung, ich kenne mich überhaupt nicht mehr aus. Oh Mann. Habe ich keine Karte. Ehrenhardt. Ja, okay, wir haben fünf Orden. Das ist schon mal gar nicht so kacke, ne? Pokédex. Pokepot. Aha. Ja, natürlich. So. Wir sind da in irgendeiner Nische drin. Können aber auch noch kein Fliegen einsetzen, oder? Ich schau mal, ob wir die VM überhaupt schon haben. Back. Rock Smash Strange. Sieht nicht nach Fliegen aus. Ja, wir sind da aus der Arena gekommen. Können wir da irgendwo hinlaufen? Nee. Geiler Scheiß auf jeden Fall schon mal. Oh Mann. Das ist jetzt aber doof. Okay, wir gehen da jetzt einfach mal irgendwie herum und schauen mal, ob wir uns irgendwie wieder reinfinden. Ich weiß auf jeden Fall, wir waren auf irgendeiner Uranium. Helga, bei. Was können wir da kaufen? Oh, nice, so scheiß. Fahren das so? Mit Bären. Das ist einfach geil eigentlich. Aber danke. Ich brauche gerade nichts, glaube ich. Warte. Nee. Ich könnte natürlich dann auf der Homepage schauen, ob wir. Lol. Krass. Lustig. Brauche aber auch nichts. Können dann auf der Homepage schauen, ob wir für das. Ich weiß nicht mehr, ob wir für irgendein Pokémon ein Entwicklungs-Item brauchen. Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Keine Ahnung. Aber nette Idee, dass man mit Bären sich hier Items kaufen kann. Jeglicher Art scheinbar. Aber wir gehen einfach mal wieder den Weg. Wir haben ja noch gar keinen Surfer oder was. Keinen Plan, Brudi. Ja, da kommen wir wieder da in den komischen behinderten Wald. Einfach kein Bock. Nee, wir können nicht surfen. Oh Mann. Ach ja, ich hab vergessen, wie behindert die Beweisstimme waren. Was hat denn eigentlich Ehrenmax für einen Movepool? Aha. Mega Drain. Wow. Ja gut, wir müssen den Kampf jetzt nichts machen. Wir könnten einfach fliehen, aber. Ja, easy One-Hit, Bruder. Aber kein EP. Hä? Ich meine, ich kann den ganzen Weg da zurückladen. Oh. T.Y. Sheldon. Ah, he was easy. Okay. Looks like. Clips plays out. Whatever I catch up. Bamboo came to see me. I am to hold me to give. A copy wanna? Yes. Okay. Aha. Doppel switchen. Ah, bleiben wir mal. Feind Attack. Was war nochmal Feind Attack? Keine Ahnung. War das nicht Verfolgung oder so? Feind Attack? Keine Ahnung. Finte wahrscheinlich, oder? Keine Ahnung. Okay,
Tötet mich einfach, ne? Fine. I'm fine with that. Was ist das jetzt für ein Type? Ich glaube einfach mal Gras, Flug oder so ein Scheiß. Geil. Nice. Was switcht der? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich denke mal irgendwas, was gegen Feuer sehr effektiv ist oder so. Also habe ich mein Ehrenwert. Spark Thundershock. Spark. Ich weiß nicht, ob das physisch ist oder eher speziell. Aber Spark ist auf jeden Fall stärker. Von den Werken her, ne? Von den Werten. Oh Mann. Oh Mann. Was? Warum hielt sich der so viel? Ist das überhaupt sehr effektiv? Nee. Keine Ahnung. Ich dachte, das ist irgendein Flugviech, ne? Sieht nicht so aus. Gott, Alter. Das Healing ist ja da, Wahnsinn, was? Ich sterbe. Hallo. Ciao. Was ist das jetzt für ein Typ, Mann? Ich möchte das wissen. Ach, das ist das Problem, was ich habe. Einfach. Denn. Weil das einfach keine Pokémon sind, die es in echt gibt, so. Mein Hans. Kann der vielleicht was machen? Hansi. Aerial Ace und du bist tot. Nicer, dicer. Akrobatics. Macht 55 Damage. Ah ja, war es 50. 60. Struggle Bug. Nee, ne. Das kann man sich echt. Nee. Kann man sich sparen. Stop Learning, ja. Nymphlora. Nymphlora hört sich nach Pflanze an. Keine Ahnung. Also, ich finde es geil. Oh, Nymphlora ist mein. Lol. Das ist. Käfer. Kann man Airlash machen, glaube ich. One-Hit-Hit. Weil mein Hermann sowieso so geil ist, einfach. Das hilft halt einfach nichts. Ist einfach ein fucking Feueradler. Was willst du dagegen tun, Alter? Linkite, keine Ahnung. Vielleicht habe ich das vor 10.000 Jahren nochmal gewusst, aber. Keine Ahnung, ich weiß gar nichts mehr. Oh Mann, das Ding. Dual Chop. Keine Ahnung, was das war. Ich fühle mich so wie so ein blinder Mensch, der durch die Welt geht. Cursed Body was disabled. Okay. Lol. Warum ist das jetzt tot auf einmal? Achso, weil ich zweimal hin. Lol. Nee, ich switche jetzt mal nicht. Keine Ahnung, was da kommt. Lol. Da reicht ein fucking Magnitude auf 10. Oder so. Das ist nur normal effektiv. Oh, ich mache auch nur 6. Ich meine, es ist super effektiv, aber ich meine, ich hätte mir echt mehr erwartet. So. Ja. Brudi. Verpiss dich. Mann. Ich meine, für den Rivalen ist er jetzt eh nicht so mega gut. Aber ich meine nur das Prinzip so, ne? What? Als ob er nicht hielt, Mann. Ey, wirklich? Okay, cool. Mann, und hier haben wir fast schon wieder Level Up, ey. Das ist irgendwas. Whatever. It's the first time I've lost anyway. Fine. Here, surf. Du, 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 du.
Wo muss ich jetzt hin? After you left the state in Legentown, I wanted to help the Rangers out with creating the rest of him. But they told me to get lost. They said they didn't want me getting hurt. That's gonna, my Pokémon are strong and I'm good. I'm a good trainer. Lol, was ist denn lol los? Keine Ahnung. Ah, sorry. Sorry. Grown-ups, HM and take a shortcut out of the forest. Just take the HM and take the shortcut out of the forest. The next town's to the northeast across the ocean. You can fight the next gym leader. Or don't, I don't care. I'm gonna beat Tico. Ja, bei Ehrenhardt. Okay, das heißt, wir können jetzt mit Surf einfach schneller aus dem Scheiß heraus. Was aber auch schon mal geil ist, Brody, ist, dass mein Starter jetzt mal einen vernünftigen Wassermove lernt. Warte, das war das mit Verbrennungen, oder? Ja, okay. Ah, dann machen wir Wasserpuls. Die Wasserpulsader. Er lernt Surf. Nice. Und jetzt können wir da den Surfen. The water is dark deep blue. Would you like to surf? Yes. Of course. Oh Mann. Da kommen jetzt. Ah, neue Puppen. Das können wir auch schon. LOL. Ah, da kommen die Vietnam-Flashbacks. Wenn ich meine Pokémon-Let's Play schneiden würde, würde ich jetzt schon einen Ausschnitt reinschneiden von dem damals, wo wir gegen die Vorentwicklung gekämpft haben und so 10 Jahre irgendwie. Nein! Vietnam-Flashbacks! Ich weiß noch immer nicht, ob jetzt Fee auf Gift sehr effektiv ist oder Gift auf Fee sehr effektiv ist. Ich glaube, dass Gift auf Fee sehr effektiv ist, deswegen sollten wir den Kampf einfach nicht fighten. So. Run away! Aber es ist schon angenehmer da auf dem Wasser. Also auch wenn wir da 10.000... Tupcha! Tapcha! Run away, bitch! Ein Angler, schau mal! Wir sind wieder zurück. Like we never left this game. Pokémon Uranium Squad. Aber wir hätten unseren Pokémon vielleicht vorher nochmal heilen können. Das wäre gar nicht so dumm gewesen. Oh Gott. Es ist einfach wieder voller Rock. Hat das nicht mal Fortok geheißen? Aber da gibt es noch eine Entwicklung, die mega schlimm ist, glaube ich. Keine Ahnung. Ich weiß das echt gar nicht mehr. Ist schon schlimm genug, dass das Spiel von Anfang an für mich neu war. Jetzt ist es einfach neu und schon wieder so lange her, dass ich es gespielt habe. Aber Hauptsache, ich bin wieder back in business. Ich möchte es einmal schaffen, einmal in meinem Leben, dass ich ein Let's Play durchziehe. Wirklich. Ich meine, ich habe Outlast durchgezogen, aber sonst habe ich noch nie ein Let's Play durchgespielt, also ein Spiel durchgespielt innerhalb eines Let's Plays. Und das wäre einfach mal cool, wenn man das schaffen könnte als normaler Mensch. So, you know. What am I? Ich habe das Gefühl, wir sind schon viel zu weit. Oh, wir könnten uns einen Schutz reinpfeffern, weil ich habe echt keinen Bock mehr auf 10.000 Mal fliehen. Wir fliehen! Wir brauchen ein Thumbnail. Fliehen! Oder so. Warte, aber das machen wir dann, wenn wir im Kampf sind und fliehen. Aber ich möchte jetzt eigentlich einen Schutz einsetzen. Back. Cherry Berry. Okay, so. Bugspray, Fishing Rod, okay, falsche. Wir haben einen Super Schutz. Aber wir haben so viele Items eigentlich, das ist ein Wahnsinn. Ah, wir setzen das halt jetzt mal ein. Nein, wir sind einfach gar... Oh Mann! Oh
Gott. Oh. Das ist gerade nicht passiert, Freunde. Das habt ihr nie gesehen. Ich habe einfach ein Fluchtseil eingesetzt, weil ich meine Tastenbelegung nicht mehr gewusst habe. Oh Mann. Dann habe ich unabsichtlich. Ich habe. Man muss irgendwie zwei Action Keys einstellen, keine Ahnung wieso. Und das habe ich B. Also normal habe ich B auf dieser Taste. Und das war aber in dem Fall fucking die zweite Aktionstaste. Das heißt, ich habe das Fluchtseil eingesetzt. Und wir sind jetzt eigentlich noch weiter zurück. Oh Mann. Vor allem, wir können uns da jetzt nicht einfach noch einen Schutz kaufen. Das heißt, der Schutz ist so gefühlt gewastet. Mann! Ja, jetzt ist er aus. Genau da, wo wir ihn brauchen. Oh Gott. Ah. Aber erstaunlich, wie viel Glück wir bis jetzt hatten. So, wir sind zweimal das Sichtfeld, zweimal ein Sichtradius-Ticker gefahren, wo du mal viermal attacked wirst. So, und jetzt machen wir so... Flucht! Nein. Run! Genau, das ist jetzt das Thumbnail. Volles Thumbnail, nicht wahr? So. Okay, also wir müssen darauf, Schätzungsmotive. Good evening, I'm Luke, Route 5. Looking for follow up. Click. Also da war ein Wasserfall, da kommen wir mit Kaskade hoch normalerweise. Aber die Musik ist so. Und die Screams da so. Also da kommt Pokémon das. Und ja, die Musik ist so. Keine Ahnung, ob man hier gehen muss oder woanders, aber ich. Aber wir probieren das mal, diesen Weg. Und dann sehen wir eh noch, ob das funktioniert. Ja, nee, ist klar. Krass. Oh, Nymph. Leute, ich will auch wieder LOL-Videos machen. Wenn ihr Bock drauf habt, schreibt es in die Comments. Und ich möchte auch wirklich für meine ganz treuen klassischen Bärenjaffe-Fans wieder so Storytime-Videos machen. Wenn es mal wieder passt und mir was Passendes einfällt. Ja, meine Videos waren cool. Aber ich hatte dann nur irgendwie keinen Bock, so viele zu produzieren, also in Massen. Weil als sie dann so in Massenproduktion erschienen sind, war das Schneiden viel zu aufwendig für das, dass das eben eigentlich nur so One-Takes waren. Und eigentlich nicht viel passiert ist. Also, es war halt nicht mega notwendig, sage ich jetzt mal, dass ich das schneiden hätte müssen. Ja, gut. Aber so ein Let's Play schneide ich einfach nicht, weil ich mir denke, ich habe da echt keinen Bock drauf. Weil ich würde nur zwei, drei Schnitte setzen, ich müsste den Rest dann einfach halt rendern und das Rendern alleine würde mir viel zu lange dauern, dass die zwei Schnitte da, wenn einmal oder zweimal nichts Interessantes passiert, kann man das ja im Falle der Fälle skippen. Ja? Da, der Meinung bin ich und deswegen schneide ich meine Let's Plays einfach nicht. Das spart mir einiges an Arbeit. Und es ermöglicht mir fast täglich Pokémon-Videos zu produzieren. Oder zumindest, dass zwei, drei in der Woche kommen. Das ist schon fein so. Er hat irgendwie... Was? Wo müssen wir hin? Hat er gesagt, nach rechts oben surfen? Oder hat er gesagt... Waren wir hier schon? Professor Zypress Labor. Oder meint er das? Was hat er gesagt? Irgendwas mit Linen City. Burrow Town. Das war die, ja. Comet Cave. Keine Ahnung. Wir surfen mal in die Richtung da. Vielleicht geht's da ja noch weiter dann. Why not give it a try? The duck said goodbye.
And he waddled away, waddle waddle, to the river next day, bom 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 bom. And the dog walked up to the lemonade stand, and he said to the man, run in the stand. Kennt ihr das Lied? Also, manchmal, ja, cringe natürlich, ja, aber eigentlich ein Klassiker in der YouTube-Szene, hätte ich mir gedacht. Wow, Frungai. Na, Frunai. Frunai. Ja, im Prinzip können wir schon trainieren. Route 5. Keine Ahnung, es sieht aber gut aus. Lol. Ein sicker Doppelkampf. Das ist nach meinem Geschmack. Ja, Frunai. So ein Ninja-Fisch, oder was? Find the Tag, Revenge, Beat up. War nicht Beat up das mit den bis zu 6 Mal treffen? Wir machen mal alles auf ein. Aua. Tu mir nicht weh. Dual Job. Okay, das macht nicht sehr viel Damage. Ich find's cool, dass das zwei verschiedene Animationen ist. Oh, der Timer ist abgelaufen. Lol. Wer kennt diese Musik? Der ist cool. Ja. Also ich mache den Kampf noch, dann ist die Folge auch schon vorbei, ne? Und dann sehen wir uns, dann mache ich gleich wieder ein paar Folgen und dann laden wir hoch und es ist fein, so, ne? Hit 4 times, Ehrenmax gain 284 Punkte, Ehre. Oh Gott. Alter, jetzt will ich eigentlich nicht mehr leben. Wir setzen jetzt einfach unseren Ehrenhans rein. Der Hans ist das schon weg. Magnitude 7. Lol. Warum sind die anderen nicht? Achso, sind die. Okay, nice. Super effective, what? Was sind das für Types, Mann? Dass ein Bodenmove einfach sehr effektiv ist. Das sind einfach für mich irgendwelche random Fische. So, also von dem her. Keine Ahnung, Bro. Nicht mehr erst auf jeden Fall, dass jetzt schon wieder ein Pokémon tot ist. Am Anfang von einer Runde. Wirklich, das ist so extrem anstrengend. Ja, nehmt halt einfach meinen Ehrenhans raus, ich wichse wirklich. So. Das Gute ist, mein Surf trifft nur die Gegner. Das ist jetzt sicher nicht effektiv. Wow, aber wieso? Wieso ist dein Boden sehr. Achso, wegen Stahl oder was? Ja, das kann sein. Stahlwasser könnte wirklich sein. Aber passen Sie auf. Wir machen einfach. Warum outspeed ich die eigentlich nicht? Das ist schon die nächste Frechheit. Oh, Erkader. Spark. Reicht. Das ist ziemlich sicher Stahl oder Stein oder so. Ja, Thunderbolt. Ehre. Ich weiß jetzt aber echt nicht. Ich glaube, dass mein Starter eher speziell als physisch ist und deswegen ist ein Thunderbolt zehnmal stärker und eine Donnerwelle, ein Donnerschock ebenfalls noch. Wow! Also ich habe zwei Hyper Carries so im Team. Mann. Also die haben quasi so die Route bewacht, oder was? Ja, wie gesagt, zwei Hyper Carries einfach Ehrenbert und Hermann. Und alle anderen sind so useless. Ja, wie already surfing, ich weiß. So. Funktioniert. Gut, Leute, wir sehen uns genau an dieser Stelle wieder. Wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet, keine Ahnung wann. Ich schätze aber irgendwann diese Woche noch. Ja.
Seid mal gespannt. Wünsche euch einen schönen Tag. Ciao.